excellent day for an exorcism. You like that? Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll. Audio und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, sage ich jedes Mal, unseres schönen, heute sehr regnerischen Medien- und Presse-Podcast live aus der Ponderosa. Diesmal ohne Rauchvergiftung und ohne offenes Feuer, dafür wieder mit Herrn Sommer am Start. Hey, yo. Herzlich willkommen. Und der Sommer ist nicht alleine auf die Ponderosa geritten, sondern hat gleich noch den Prolo Ferrari mit eingepackt. Auch dir herzlich willkommen. Das beste Pferd im Stall. Yippie, yippie, yay. Und damit wären wir bei Beef Rogers. Hallöchen. Nichts passt so gut auf eine Ranch wie Beef Rogers. Und Audio. Ich bin natürlich Ben Cartwright, der Chef der Ponderosa. Und die Kühe sind draußen im Regen. Und ansonsten haben wir sturmfreie Bude. Wir rocken hier richtig heute die Bude warm. Ist nämlich kühl geworden. Und da frage ich doch gleich mal in die Runde. Was sind eure Teaser? Was habt ihr Spannendes vorbereitet? Vorbereitet? Ein kleiner Versuch, eine Bastelei. Ich habe hier was mit einem schnellen und einem sperrigen Auto und was mit Insekten. Insekten, das schließt ja nahtlos an unsere letzte Sendung an. Insekten oder Insekten? Also Insektibles. Sperrige Autos, Insekten. Ja, genau. Und ich habe was mit einem katholischen Bischof und dem Satan. Also auch was mit Insekten. Das passt ja gut zusammen. Wunderbar. Oder Insekten. Also das ist jetzt auch. Oh, böse. Tut mir leid. Du liegst gar nicht so extrem weit entfernt. Ah, die katholische Kirche wird auch sicherlich abonnieren. Ja, den Podcast. Ganz vorne dabei, genau. Ja, ich habe tierische Kunst und auch noch ein bisschen moderne Technik. Tierische Kunst, okay. Also wir bleiben unseren Themen fast treu und damit das rund ist, habe ich heute schon wieder, ich habe jetzt echt überlegt vor der Sendung, was ist mein Teaser und ich komme am Bahnverkehr nicht vorbei. Es ist wieder eine Bahngeschichte, nämlich über die US-amerikanische Stadtbahn aus San Francisco, die ein kleines Softwareproblem hat oder vielleicht auch nicht. Also sie läuft noch, aber mit einer sehr vorsintflutlichen Software und warum das so ist, werde ich gleich erzählen. Vorher aber wollen wir einmal ganz nett unsere angeschlossenen Sprachschülerinnen und Sprachschüler grüßen. This is English for Runaways, Englisch für Fortgeschrittene. Und das kann am besten der Sommer machen, weil der kennt da ja die ganze Welt. Ja, wie? Also ich grüße natürlich alle Sprachschüler auch und aber vor allen Dingen die, die Deutsch lernen wollen. Richtig. Also gut, wir machen den Podcast natürlich auch noch auf dem Nebenkanal in Kroatisch und Portugiesisch, aber das sind jetzt die hier, für die, die Deutsch lernen wollen. Mhm. Und ja. Und Nordkoreanisch ist in Vorbereitung. Ja, das freut uns sehr. Also ich hoffe, wir sprechen nicht zu schnell und nicht zu undeutlich. Und für die Sprachschülerinnen und Sprachschüler, die Deutsch lernen wollen, ein kleines Bonmot für die Schwierigkeit der deutschen Sprache. Das ist wahrscheinlich die einzige Sprache, wo umfahren das Gegenteil von umfahren bedeutet. Das müsst ihr jetzt mal herausfinden, wieso umfahren das Gegenteil von umfahren bedeutet. Sehr schön. Ja, das ist ein gutes Beispiel, wirklich sehr gutes Beispiel. Also Sue, Karen, viel Spaß dabei. Genau. Yes. Kommasetzung machen wir nächstes Mal, da habe ich auch ein Beispiel. Genau, kann auch von Vorteil sein. Ja. So, kleines Update wollte ich noch geben. Hans Niemann und Magnus Carlsen haben ja auch nach unserer letzten Podcast-Sendung, ihr erinnert euch vielleicht, der Schachweltmeister wurde geschlagen, angeblich mit Analperlen im Hintern als geheim Morse-Code. Und jetzt trafen Magnus Carlsen und Hans Niemann wieder aufeinander bei einem Turnier unter der Woche. Ich glaube, der Artikel hier ist vom 20.09., also eine gute Woche her. Und auch da hat der gute Herr Carlsen wieder ohne Erklärung das Turnier verlassen
und so mehr indirekt über das Internet wieder diverse Betrugsvorwürfe unterbreitet. Bisher ohne Beweise. Und viele halten das Verhalten von dem Carlsen ja für sonderbar. Ich weiß nicht, ihr habt das ja auch, wir haben es teilweise im Chat geschrieben. Was habt ihr da noch irgendwer drüber gelesen? Oder die Geschichte, poppte die bei euch auch in den Feeds wieder hoch? Ja, er ist ja nach dem Analperlen-Vorfall dann beim nächsten Online-Turnier, ist er ja dann schon, nachdem der Niemann einen Zug gemacht hat, ist er aufgestanden und hat sozusagen die Runde verlassen. Mhm. Und das ist ja in der Tat sonderbar, vor allen Dingen, weil er sich dann irgendwie so Mourinho-like äußert, irgendwie, ich darf nicht drüber reden. Genau. Sonst kriege ich Probleme, aber vielleicht weißt du ja noch Neues. Also ich habe auch nur noch mitgekriegt, also das auch, es wurde aber auch gemutmaßt, da er wohl auch sehr, sehr gut im Geschäft ist mit irgendwelchen Schach-Apps und sonstigen Dingen, dass es inzwischen auch vermutet wird, ob es von seiner Seite so eine Art PR-Gag ist. Das ist, also nicht Gag, ist vielleicht das falsche Wort, aber ob er zumindest damit seine, wie soll ich sagen, seine Geschäfte, die er über Schach, und da ist er wohl einer der Top-Verdiener, nicht über den Schach selbst, sondern tatsächlich über Apps und sonstige Dinge, dass er da möglicherweise was ankurbeln wollte. Das, der Carlsen, genau. Der Weltmeister. Und das war ja das erste Mal in St. Louis bei einem Präsenzturnier. Und wie der Sammer richtig sagt, gab es dann jetzt noch mal ein Online-Turnier. Und da hat der gute Herr Niemann seinen Bauern auf D4 gezogen, was immer das jetzt in der Schachwelt bedeutet. Auf jeden Fall war das dann Herrn Carlsen zu viel und er hat einfach die Videoverbindung gekappt. Gibt es auch als Video in dem Artikel, den wir dann verlinken, in Spiegel. Und es gab relativ viel Kritik oder kritische Stimmen an diesem Verhalten von Herrn Carlsen jetzt wiederum, dass er das so macht, vielleicht auch verbunden mit dem Werbegedanken. Und jetzt heute poppt in meinem Google-Feed ein Artikel auf von Shitomat, der lädt jetzt nicht. Oh, das ist jetzt Kacke. So, hier. Auf sport.de habe ich heute folgenden Artikel bekommen. 26.09.2022, also wir nehmen das hier gerade am Montag, den 26. auf, und da schreiben sie um 15.20 Uhr, also wirklich ganz frisch, erdrückende Beweise im Schachskandal veröffentlicht. Schachgroßmeister Hans Niemann gerät immer mehr unter Druck. Nachdem Magnus Carlsen für diese Woche ein Statement mit seinen Betrugsvorwürfen angekündigt hat, sind am Sonntag neue Beweise aufgetaucht, die den schweren Verdacht gegen Niemann erhärten. Ich versuche es mal zusammenzufassen, was hier länglich dargestellt wird. Es gibt eine FIDE-Meisterin, Joscha Iglesias, ich weiß gar nicht, was FIDE ist, wahrscheinlich irgendwie Schachverband oder so, die hat die ganzen Partien von dem Niemann analysiert und anhand oder mit Hilfe von bestehenden Datenbanken und Schachprogrammen untersucht. Einzelne Züge als auch die ganzen Partien von dem in Bezug auf die Präzision und die Genauigkeit, mit der gespielt wird. Und dann hat sie gesagt, das Ergebnis hat mich schockiert. Niemann spielt demnach in mehreren Partien mit einer Genauigkeit von 100%. Also genau so, wie es der Computer getan hätte. So zum Beispiel 2020 und auch in anderen Partien. Und als Vergleich zeigen sie hier eben auch Analysen von anderen Spielern wie Magnus Carlsen selber oder Garry Kasparov, der auch kein ganz schlechter Schachspieler. Und die haben normalerweise Standardwerte von, was glaubt ihr, im Vergleich zu einem Computer perfekten Spiel? 97? Würde ich jetzt sagen. Nein, 97, 5. Ganz so nicht. Also ich schätze mal eher so 85 oder so. 70. Oh. 70, so bei 70%. Die Luschen. Genauigkeit. Braucht ihr nicht zu beschweren, wenn sie verlieren. Schlimmer als die Loser. genau. Und es gab schon einzelne Partien, wo das vielleicht auch mal höher war, aber so in dieser Breite. Franzose Sebastian Feller hat mal 98% in einer Partie. Also das sind mal so einzelne Ausreißer, mhm. Aber auch da
oh Wunder, wurde ihm hinterher diesem Franzosen Betrug nachgewiesen. Also da hatte der auch gefuscht. Und deshalb härtet sich jetzt sozusagen der Verdacht, dass der Alt auch tatsächlich mit seinen Analperlen oder wie auch immer betrügt, weil Menschen spielen solche Partien nicht, so wie der Computer. Und das hat aber der Niemann in verschiedenen Partien getan. Also hat wie ein Computer mit einer computerischen Genauigkeit diese Schachpartien gespielt. Vielleicht und deswegen hat er eine ganze PlayStation im Rektum. Ja, oder das ist so ein Außen Cyborg. Der ist ein Computer, genau. Der hat sich das implantieren lassen. Da ist nur so eine Gummihülle drüber. Ja. Muss mal einer hingehen und das versuchen, ihm abzureißen. Also ich würde sagen, wir bleiben ganz nah dran an den Perlen. Ja, also und, der Schluss von dieser Expertin, die selber sagt, sie sei keine Betrugsexpertin, sondern halt Schachexpertin, sie sagt, selbst wenn das nicht mit der absoluten letzten Genauigkeit berechnet wurde, kann das nicht mit rechten Dingen zugegangen. Die hält das für ausgeschlossen, dass er solche perfekten Spiele. Ich wollte sagen, also das wäre mehrmals das perfekte Spiel in Anführungsstrichen sozusagen gewesen. Jeweils natürlich situativ unterschiedlich, weil die anderen spielen natürlich auch nicht immer denselben Stiefel runter. Ja, das wäre jetzt nämlich eine Frage gewesen, die mir tatsächlich, ich habe jetzt tatsächlich keine wirkliche Ahnung von Schach, aber möglicherweise hat dieser Hans Niemann, ne, heißt der, glaube ich, ob der einfach seine Gegner gut analysiert hat, das kann ich jetzt so einschätzen, oder ob, also, dass die dann doch gerade so hinlänglich, also so ein Magnus Carlsen hat ja auch schon viele Partien, auch öffentliche Partien gemacht, dass man da so ein bisschen dann das eigene Spiel dem anpasst oder so, oder ist das jetzt zu laienhaft gedacht? Da bin ich tatsächlich, stellt es mir in den Raum. Andererseits, also wenn die anderen so bei 70% liegen und der nur mehrmals 100% hat, ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig. Genau. Also er hat auch in anderen Partien ist er so bei 78, 79, 78, Prozent. Aber selbst das ist halt über dem Top-Niveau von den weltbesten Spielern. Und er hat, wie gesagt, in einzelnen Partien sogar 100%. Also das ist natürlich dann auch immer die Frage, wie gut ist der Computer? Aber er hat auf jeden Zug des Gegners den perfekten Gegenzug gemacht, den der Computer auch genau so gemacht hat. Und wir wissen ja alle, vor einigen Jahren hat ja auch irgendein Schachcomputer, wie hieß der auch, DeepMind oder was? Heinz Blue. Oder Blue irgendwas. Deep Blue hat ist ja DeepMind ist ein paar Jahre her, oder? Ist die Google-KI, die hat ja auch den Weltmeister geschlagen. Also, die sind besser als die Menschen, nur Magnus Carlsen ist offen, Entschuldigung, Hans Niemann ist. Ja, aber der Hans oder Heinz oder wie auch immer, das ist ja nicht besonders clever. Du musst dann ja eigentlich auch mal absichtlich irgendwie so ein paar schlechtere Züge einbauen. Wahrscheinlich kannst du das nicht so ohne weiteres, weil der Computer dann, also das, was du musst ja irgendwie die Sachen mit in das Spielmatch reinnehmen und dann passt es nicht mehr zu dem, was der Computer gemacht hätte. Aber da muss er vielleicht mal ein ganzes Match einfach mal so richtig in den Sand setzen, damit es nicht so auffällt. Ist das dann so wie bei Google Maps, dass du dann plötzlich hupst oder so, kriegst falsch abgebogen und sowas. Ja, das genau. Ja, man müsste mal so bei den Turnieren irgendwie, es gibt doch diese Jammer, die dann irgendwie alle Funksignale stören. Dann vibriert da wahrscheinlich gar nichts mehr im Poppes. Aber dem. Ich, nochmal, also das mit diesen Analperlen, das ist ja nur kolportiert worden. Also die haben sie mir nicht rausgefischt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Nee, also und, vielleicht hat er auch was ganz anderes, ja. Ja. Das war ja nur so eine Idee. Ist halt die Frage, wo Platz ist, ne? Da liegt das ja auf der Hand. Gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber wir bleiben dran, weil der Carlsen will ja diese Woche auch noch Infos veröffentlichen. Also vielleicht gibt es dann nächstes Mal noch ein Update. Ich hätte nie gedacht, dass die Schachwelt so faszinierend sein könnte. Ja, wahrscheinlich mit solchen Abgründen auch. Wahrscheinlich führt das dazu, dass die Schach-WMs und so weiter demnächst nur noch in einem total hochgeheizten Raum, wo die Typen dann nur noch irgendwie mit so einem Ahornblatt vor ihrem besten Stück dann da nackt sitzen und irgendwie auch noch irgendwelche Störsender irgendwie laufen, damit da nicht irgendwie irgendwelche Sachen eingespielt werden. Also, oder es ist wie bei der Tour de France, der ist einfach besser gedopt als die anderen. Ja. Dass er da irgendwie sonstige Stimulanzien hat. Der hat von dem Bill Gates hat er diese Impfung bekommen. Ja, genau.
Der hatte noch eine der frühen Impfungen, wo sie noch Mikrochips hatten. Danach gab es ja keine mehr. Wo noch Spiele dabei waren, kostenlos. Ja, und heutzutage. War doch ein Schachspiel dabei. Willst du dein Getränk aufreißen? Also ich kann das gerne mal anbieten. Also wir haben jetzt hier heute, da von Bundaberg habe ich zwei verschiedene Sachen mitgebracht. Bundaberg, wahrscheinlich eher aus Australien. Genau, das ist alkoholfrei tatsächlich. Das eine ist Ginger Brew. Und das andere ist Blood Orange Brew. Da hätte ich jetzt, wer möchte was? Wem kann ich was anbieten? Wer möchte was? Ich würd, das, da wir das schon mal in der Sendung hatten, würde ich das andere mal Blood probieren. Orange finde ich auch sehr interessant. Genau. Mach's du. Ich kann ja vielleicht, während ihr hier einschenkt, kurz auch noch ein kurzes Update geben zu einer Geschichte aus den letzten Wochen. Ihr erinnert euch an unsere Diskussion zu topless schwimmen gehen, also oben ohne ins Freibad, also nicht natürlich. Nur ins Freibad, sondern vor allem ins Wasser. Und damals war es so, als wir gesprochen hatten im Sommer, dass Göttingen das nur als Testphase bis Ende August erlaubt hatte, also oben ohne auch nicht nur für die Herren der Schöpfung ins Wasser gehen. Und jetzt hat Göttingen sozusagen Bilanz gezogen und hat hat die Testphase beendet, hat gesagt, wir machen es jetzt dauerhaft so, dass es erlaubt ist, aber so wie schon bei der Testphase nur am Wochenende. Warum auch immer, sie es nicht für die ganze Woche machen, sie machen es nur fürs Wochenende, aber dann jetzt nicht mehr als Testphase, sondern unbegrenzt. Und gibt es da eine Begründung für das nur unter der Woche oder nur am Wochenende und unter der Woche ist das ich wegen Schulsport? Ja. Schulschwimmen Freibad? Ich weiß nicht, ob das Schulschwimmen ist oder ob man da Rücksicht nimmt auf irgendwelche Gruppen, die dann sagen, ich komme nur noch während der Woche. Also, dass man die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, ne? So wie Damensauna, Herrensauna, ungemischt. Ja, genau. Okay, das kann sein. Ja, in diesem Sinne. Okay, in diesem Sinne. Prosit. Prost. Wer es noch nicht kennt, Bundaberg sind ja diese bauchigen Flaschen, die so ein bisschen wie Apothekerflaschen aussehen, also da besticht auch das Flaschendesign. Absolut. Sind auch in sich sehr schwer, also sehr wuchtig. Genau. Kann man auch hervorragend Leuten an den Kopf werfen. ich würde ganz kurz was dazu, weil du jetzt auch mit Technik und was wir jetzt da eben überlegt haben, wie da jetzt der Schach, neue Schachwelt, ist er jetzt neuer Schachweltmeister? Nee, das sind irgendwelche Spiele gewesen. Irgendwie der Herr Niemann da, wie er da mit seiner Technik. Also ich habe hier auch was zum Thema moderne, beziehungsweise halbmoderne Technik, die durch ein paar Upgrades vielleicht ein bisschen zu viel hat und da so ein bisschen das ausgetrickst hat. Also ist aber eher ein reinliches Thema. Und zwar geht es hier um einen Geschirrspüler, der bei einer Dame im Haus stand, der quasi die Küche grenzt an das Bad oder das Bad grenzt an die Küche, wie man das will, und das Bad, die Badtür geht nach außen zur Küche hinauf. Das ist die entscheidende Information, weil die Dame des Hauses hat geduscht und während sie duschte, hat der Geschirrspüler sein Spülprogramm beendet und hat automatisch die Tür geöffnet. Und dadurch, da er dann runtergeklappt ist, hat er die Tür zum Bad verschlossen und die Frau kam dann nicht mehr raus. Das Bad war leider auch eins ohne Fenster. Sie hatte aber, wie die moderne junge Frau beim Baden, jetzt immer ihr Handy dabei, hat eine Freundin in Hessen angerufen. Das Ganze spielte in Lörrach, also insofern auch. Und die hessische Freundin hat dann aber wohl die Polizei angerufen. Die kam aber nicht ohne Probleme in die Wohnung, weil der Schlüssel von innen steckte in der Haustür. Ja, obwohl sie einen Zweitschlüssel hat. Kühlschrank hatte sich vor die Tür geräumt. Genau. Und ab Ende des Tages musste dann quasi doch noch die Feuerwehr anrücken und musste dann quasi, obwohl Zweitschlüssel dann da war, dann die Wohnungstür quasi aufstemmen. Immerhin ist das wohl dann aber ohne größeren Schaden geglückt und die Dame konnte dann aus ihrer misslichen Lage befreit werden, indem dann der Geschirrspüler wieder geschlossen wurde. Also ich fand das so eine ganz witzige Geschichte, dass das dann so Erfindungen sind, die nicht immer oder manchmal ihre Tücken haben, sage ich mal vorsichtig. Ich frage mich, ob da nicht auch die Freundschaft so ein bisschen drunter leidet, wenn du irgendwie so diese Notfallnummer anrufst, wo du denkst, auf die kann ich mich immer verlassen. Und dann schickt die dir ein Taxi. Ja, ich habe mich nur gefragt, wieso ruft sie nicht selbst die Polizei? Wieso ruft sie eine Freundin an, die ich dann die glaube, Polizei ruft? Ich glaube, das war jetzt erstmal A, möglicherweise in der Stresssituation nicht immer rational handelnd. Ja.
Und B, vielleicht wollte sie nicht sofort die Polizei anrufen, weil es ja vielleicht auch ein bisschen peinlich war, wenn du bei der Polizei anrufst, sag, ich bin gerade von meinem Geschirrspüler im Bad eingesperrt worden und ich müsste befreit werden. Geht so. Kommt nicht sofort das SEK um die Ecke üblicherweise auch. Also sag ich jetzt mal. Also ich fand es nur eine kleine, ganz witzige Geschichte, dass die Technik manchmal auch ihre Tücken haben kann. Ja, sehr schön. Der Geschirrspüler. Machen wir mit Technik weiter, oder? Ja, du, ist mir egal. Ich habe hier, wie gesagt, versprochen, ich habe was mit einem schnellen und einem sperrigen Auto mitgebracht. Ich glaube, Autos sind bei uns auch so ein bisschen unterrepräsentiert. Ne? Irgendwie hatte der Ben mal irgendwas, wo wir gelernt haben, dass er nicht gerne im Regen fährt. Ich habe hier was mitgebracht, da kann dann... Noch immer was mit Autos im australischen Outback. Da ging es immer um Elektrobatterien oder um Elektroautos. Ja. Ne? Da hat ja, stimmt. Stimmt. Ja, das ist jetzt hier auch eine juristische Geschichte. So kann dann wieder irgendwie so ein bisschen... Ich will auch so ein bisschen, dass hier dieses Stereotyp über mich gepflegt wird, dass ich hier immer nur juristische Themen bringe. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt nach 100 Jahren mal wieder eins bringen. Und zwar, ein Porsche-Besitzer hatte einen Unfall. Soll vorkommen und er war wohl anscheinend auch nicht schuld, denn er hat dann irgendwie die Reparaturkosten zunächst nur zum Teil bekommen, aber dann auch erstritten, die vollständige Reparatur. Aber dann wollte der Porsche-Fahrer auch noch eine Nutzungsentschädigung für 112 Tage Reparaturzeit. Ist schon mal erstens ziemlich lang, muss ich sagen, aber egal. 112 Tage konnte er seinen geliebten Porsche nicht fahren und das wollte er entschädigt sehen. Und der Gag an der Geschichte ist jetzt, ein Porsche-Fahrer, das kann man sich zumindest so vorstellen, der ist eher ein bisschen vermögend. Der hatte, Achtung, 4 weitere Fahrzeuge hatte der. 2 davon werden nach seinen eigenen Angaben von Familienangehörigen genutzt. Ein weiterer Wagen sei für Rennen ausgestattet, was auch immer das für ein Auto dann ist. Und das 4. Fahrzeug, um das ging es jetzt letztendlich, ein Ford Mondeo. Ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wie genau der aussieht, aber so ein bisschen habe ich eine kleinere Vorstellung. So wie so ein dicker Fiesta. Dieses Fahrzeug, sagte er, sei für den Stadtverkehr A zu sperrig und B werde das Fahrzeug von der Familie lediglich als Lasten- und Urlaubsfahrzeug genutzt und es wäre daher ihm nicht zumutbar gewesen, diesen Wagen anstelle seines geliebten Porsche, also für die Reparatur während der Reparaturzeit, zu fahren. So, und deswegen will er jetzt die Kohle haben und was glaubt ihr? Wie hat das Gericht entschieden? Wenn du so fragst, also spontan würde man sagen, hoffentlich nicht zu seinen Gunsten. Aber wenn du so fragst, fürchte ich, dass da irgendein Dreh gab, der die Geschichte hat zu seinen Gunsten ausgehen lassen. Kommt drauf an, ob der Richter auch Porsche fährt. Oder die Reparatur und die Verleihwerkstatt hat. Ja. Nee, keine Ahnung, also ich schließe mich hier dem... Schließe dich an, wie... Ja, das Landgericht Frankfurt hat genauso entschieden wie das Oberlandesgericht, vor das der Porsche-Fahrer dann gezogen ist. Und daraus könnt ihr schon entnehmen, ablehnen. Es hat die Forderung klar zurückgewiesen. Die Nutzung des Ford Mondeo für Stadt- und Bürofahrten sei absolut zumutbar. Es handelte sich nur um eine Einschränkung des Fahrvergnügens. Ist das nicht so ein Wort, was es in... VW hatte das falsche Marke. Fahrvergnügen. Ja, die haben das in den englischen Sprachgebrauch geschafft damit. Also es sei nur eine Einschränkung des Fahrvergnügens und damit nur ein immaterieller Schaden. Und der sei ihm nicht zu ersetzen. Der Mittelklassewagen sei zumutbar. Er kann ja mit einer VR-Brille fahren. Ich habe nur gerade hier deine Werbung gesehen. Hier akuter Durchfall, Blähungen, Krämpfe. Vielleicht solltest du mal den Werbeserver wechseln. Nee, ich sollte vielleicht mal die Cookies mal löschen. Das hätte ich jetzt so nicht gesagt. Ja, aber also ich meine, da ist ja... Das mit den Analperlen immer weiter verfolgt.
Sehr schön. Ja. Aber. Also, mit Blähungen ist nicht zu spaßen. Gerade in Verbindung mit Schach. Kann er sich nicht irgendwie eine App draufziehen, dass er den Porsche-Sound hat, dann im Mondeo oder sowas? Ja, ist das nicht total peinlich, die Story? Also, jetzt mal ganz ernsthaft. Ja, also, klar. Also, ob sonst keine Probleme gab. Wie viel? Der hat 6 Autos insgesamt? Der hat 5 Autos insgesamt. Hat dann ein Ford Mondeo stehen, irgendwie so sein Lastenauto, wie er sagt, und ist sich zu fein damit, durch die Stadt zu fahren. Ich frage mich jetzt eher, das Landesgericht und auch das Oberlandesgericht hat ja jetzt in beiden Fällen quasi der Vernunft gebietend entschieden, aber ich frage mich halt, kann sowas nicht wegen Nichtigkeit oder völliger Idiotie auch abgelehnt werden? Also das ist doch so hanebüchen, so einen Antrag überhaupt zu stellen und dass der auch nur durch 2 Gerichtsbarkeiten geht. Also das sind ja durch 2 Instanzen, ja, was soll das? Der Anwalt muss ja auch noch Porsche fahren. Das kann natürlich sein, aber also ich weiß nicht, irgendwie da, also finde ich immer das bizarre. Also dann fehlt denen auch die Zeit, um die wichtigeren Dinge irgendwie zu entscheiden. Ja. Oder? Sehe ich das falsch? Ich sehe es im Prinzip genauso wie du. Es ist eigentlich ein total bescheuertes Verfahren, aber wahrscheinlich. Du kannst auch bescheuerte Klagen einreichen und musst dann halt abgewiesen werden. Wie ist das in solchen Fällen? Also da muss er das dann, die Kosten des Verfahrens wird er dann tragen oder seine Rechtsversicherung? Seine Rechtsschutzversicherung wahrscheinlich, und selbst wenn nicht, wird es ihm wahrscheinlich auch nicht schmerzen. Und er muss dann trotzdem noch 20 Sozialstunden in der Autopolitur irgendwie abreißen irgendwo, oder? Nee, da kann der Mondeo-Werk. Auf eigenes Risiko kann der ja klagen, Rechtsklage. Also. Aber ich fand den Fall, genau wie du sagst, ich fand den Fall so absurd, dass ich dachte, er schafft es hier in unsere Runde. Ja. Ja. Sehr gut. Also wir grüßen alle Porsche-Fahrer. Zu Recht. Aber der hieß nicht Lindner, hieß der nicht, ne? Also. Das wäre schön, wenn das der Lindner wäre, ja. Ich finde ja Porsche geil. Also ich kann vom Ansatz her, also ich würde auch lieber einen Porsche als einen Ford Mondeo fahren, aber ganz das ist natürlich trotzdem völlig weltfremd eigentlich. So, ne, als ob es keine anderen Probleme gäbe. Ja. Das ist schon richtig. Tja. Ich hätte auch so ein Transportthema, aber ich will dem Prollo nicht vorgreifen. Hast du schon irgendwas mit Flatulenz oder Prostitution von dir gegeben? Besser. Sonst? Besser? Besser. Satan. Ich erinnere an Satan. Also das Rektum des Pfarrers. Ich werde euch aber nicht die ganze Wahrheit verraten, sondern ich lasse euch dann so ein bisschen mitraten. Es geht um einen katholischen Bischof, der, ja, wie soll ich sagen, mit 41 Bischof erstmal wurde und dann aber spät aber immerhin seine neue Liebe gefunden hat. Und zwar eine ganz weltliche. Und nachdem er dann ein strenger Traditionalist, wie es hier steht, der auch unter anderem diese Konversionstherapie für Homosexuelle befürwortet und offenbar auch mehrere Exorzismen ausgeübt hat, persönlich. Ja, den hat also die Liebe erwischt. Er hat sein Amt dann niedergelegt. Da gibt es wohl irgendeinen so einen Paragraph von irgendwas im Kirchengesetz, also aus rein privaten Gründen. Und ja, also die Dame des Herzens ist allerdings, und das macht die Sache interessant, eine Autorin für satanistische Schriften. Fast satanistische, erotische Schriften. Genau, und ja, das hat natürlich für Verwerfungen gesorgt und die Mutmaßung ging da sogar so weit, dass der gute Mann möglicherweise von Dämonen besessen sein könnte. Natürlich, er braucht einen Exorzisten. Ja, Exorzist, ja, der wird wahrscheinlich jetzt hier auch mit Perlen exorziert, abends auf dem Sofa. So. Gut, das war's eigentlich von einer Geschichte. Nee, das ist, okay. Ist doch auch mal was Schönes, ja. So was ein bisschen, das einem die Religion auch näher bringt. Wo haben die sich denn bitte kennengelernt? Genau. Ja, das steht leider. Das sind doch die Informationen. So, der geht ja nicht, oder vielleicht geht er dann auf irgendwelche satanistischen Pornoseiten oder Schriftblogs, keine Ahnung, was auch immer. Oder sie hat, wie soll ich sagen, in der Kirche recherchiert für den nächsten Roman. Ja, das sind natürlich. Also sie ist ja der Teufel. Ja, genau. Also sie muss ja irgendwie den
gefangen haben. Vielleicht haben die sich auch bei so einem Exorzismus getroffen, ja, und dann. Also so ein Exorzismus. Besessenheitsseminar. Ich verbinde mit Exorzismus ja immer irgendwie sowas wie Scary Movies, wo das so ein bisschen auf die Schippe genommen wird und hab da gerade echt lustige Bilder im Kopf. Aber man hört ja immer mal wieder von Stories, das ist nie lustig. Also da kommen Leute ums Leben bei. Und es gibt ja irgendwie immer wieder Fälle, wo dann irgendwie irgendwo in, ich glaube sogar in, gab es nicht sogar in Deutschland so eine Story vor einiger Zeit, wo in irgendeinem Apartment dann da irgendjemand ums Leben gekommen ist und dann da irgendwie so ein Clan, weiß ich, ob es ein Familienclan war oder eine Sekte oder was weiß ich was, wo der Exorzismus dann letztlich zum Tod von, weiß nicht, einer Frau war es, glaube ich, geführt hat. Ja, wir sind übrigens hier in Spanien und nicht etwa in den USA, wie es vielleicht der geneigte Hörer schon fast vermutet hätte, weil meistens kommen ja solche ins Bizarre reichenden Themen eher von dort. Und übrigens hier einer der Buchtitel, The Hell of Gabriel's Lust. Wahrscheinlich nicht der Originaltitel, aber das ist jetzt ein englischer Artikel aus der Irish Post. Ja, gut, Exorzismus ist kein Spaß, aber Satanismus machen, schon, ne? Wir werden machen, ne? Ja. Ja, ja, der Kardinal hat jetzt abgedankt und seiner amtlichen sonstigen... Kardinal? Kardinal? Was war das? Bischof. Wow. Also steht ja, aber ist ja richtig, dann das ist ja schon irgendwas hier Top-Job aufgegeben. Ich wollte gerade sagen, ist ja schon mal mittleres Management. Der ist ja so schon richtig mehr. Weit weg von der Hölle eigentlich, wenn er so weit nach oben aufgestiegen ist. Der müsste jetzt, wenn ich hier richtig rechne, müsste der so gut 50 sein. Oder ist dann schon mit einer Fuß in der Hölle wegen Entscheidungen so hier, der Vergangenheit. Tatsächlich hat er wohl irgendwie relativ am Anfang seiner Karriere, hat er mal irgendwie erzählt, wie er so in seinen Jugendzeiten sich verliebt hat und dann auch heiraten und Kinder und so weiter wollte und dann ist er aber Priester geworden. Aber mal eine andere Frage. Wie das so ist. Wie ist das denn, ja, wie das so ist, das ist genau das Stichwort. Wie ist das denn, also er muss jetzt quasi eigentlich einem Exorzismus unterzogen werden. Was ist denn jetzt mit der Teufelin? Was ist mit der? Muss die jetzt irgendwie mit irgendeinem speziellen Messer, Pfeil und Bogen oder sonst wie getötet werden? Oder geht das nicht? Oder gibt es da auch irgendwelche Regeln? Der muss doch keinen Exorzismus. Der muss doch einfach, der kann abdanken und ist er raus aus der Kirche. Die kommt auf so einen Teufelzeugen. Auf so eine Waage mit einem Stück Holz und wenn sie leichter ist als Wasser, dann... Wie war das? Wenn sie untergeht, ist sie keine Hexe? Genau. Irgendwie mit so einem wie Stein, bei Monty Python? Genau, mit einem Stein irgendwie am Bein festgebunden in den See und wenn sie es überlebt, ist dann eine Hexe, wenn nicht. Das Schlimme tatsächlich, man kann sich da durchaus ja zu Recht drüber lustig machen, aber das Schlimme ist ja, dass da wahrscheinlich genug Leute dabei sind, die das tot ernst nehmen und denen möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Ja, Beef, wie war das? Beim Exorzismus. Nee. Also, genau. Du warst doch früher auch mal vom Teufel besessen. Ja, die ganze Zeit. Vom veganen Teufel. Nein, der Sänger von Slayer, für alle, die es nicht wissen, haben ja auch gerne so etwas satanistische Texte und alles Mögliche. Der hat doch auch mal irgendwo in einem Interview bekannt, dass er eigentlich ein ziemlich strenggläubiger Katholik ist und dass er dieses ganze Satan-Kram immer nur macht, weil die Fans das halt geil finden. So Rain in Blood und Angel of Death und so weiter und so fort. Also vielleicht gibt es da ja auch so eine Art professionelle Distanz dann in so einer Beziehung. Fanservice. Also das ist, ich weiß ja, also ich vermag das nicht einzuschätzen, weil ich da weder jetzt dicht an der katholischen oder sonstiger Kirche dran bin, noch jetzt da irgendwie so tief drin bin und das auch noch nie so, wie soll ich sagen, so verinnerlicht habe, dass ich mich jetzt da so in die so reinsteigern würde. Im Guten wie im Schlechten. Ja, in alles. Also ich halte das im Großen und Ganzen alles für Zinnober. Wie gesagt, gibt ja die alte Regel. Also Gott kann ja nur existieren, wenn es auch einen Gegenpart gibt, ne? Sonst macht das ja irgendwie keinen Sinn. Vor wem soll er einem denn retten, wenn es keinen Teufel gibt? Und insofern muss man da schon irgendwie auch immer einen Gegenpart schaffen. Und ohne Teufel keine Kirche. Das ist so. Und Blutwurst. Ja. Nee, deswegen, also ich könnte das jetzt sagen, ich kann bei Slayer, ich habe das auch gelesen, aber auch da weiß man ja nie, was dann auch bei irgendwelchen Interviews dann auch eher so eine PR-Nummer ist oder nicht oder wie ernsthaft das dann alles gelebt wird. Das vermag ich immer nur schwer einzuschätzen bei solchen Musikern, Künstlern etc. Ich fand es nur witzig, schon, dass er das so offen bekennt. Oder vermeintlich zumindest offen bekennt, aber ja, alles nur Show. Vielleicht bei der Kirche ja auch, wir wissen es nicht. Ja. Ja.
Sag mal. Und eine andere Bühne. Wir sind ja hier fast schon der Haus- und Hof-Podcast aller U-Bahn- und Straßenbahnfahrer. Deswegen seid ihr ja auch bestens informiert. Wo fährt, ich habe es eigentlich schon verraten, die BART? San Francisco. Richtig. Bay Area Rapid Transport. Das ist wirklich ein Trainspotter. Ja, ich fürchte das auch. Das stimmt, das ist absolut korrekt. Und cool. Wenn du jetzt noch weißt, wann sie gebaut wurde oder gegründet wurde, eingeführt wurde, da bist du das. Da war, glaube ich, außerdem, ja, weiß ich nicht, wer da. Ich glaube, von uns war noch keiner so richtig da geboren. Nee. I don't know. 72. 1972 hat man sie. War ins da Leben wegen eingeführt, war da Hans Niemann schon geboren? Nee, ne? Der ist 2003. Ich habe mich eben gedacht, der ist 2003 geboren. Weil du eingeführt gesagt aber hast. Aber ganz ehrlich, mit dem Bart, ich dachte, ich habe tatsächlich mal so ein Buch gelesen, das spielt in San Francisco. Ich habe irgendwie über mehrere, etliche Seiten hinweg, was ist ja dieser Bart, dieser, was ist denn mit diesem scheiß Bart? Wer ist denn der Typ? Ist das der Simpson? Genau, und es war aber tatsächlich der Fuhrpark. Ja, ich zeige nur mal ganz kurz. Ja, das war damals, also 1972 war das ein topmoderner Zug. Also ich meine auch in den 70ern war sicherlich San Francisco schon eine moderne Stadt. Und die haben sich halt diesen, der wird ohne teilweise zumindest ohne, hier sitzt jetzt einer drin, insofern passt das nicht. Aber teilweise kann der auch alleine fahren oder bestimmte Funktionen sind da automatisch. Und dementsprechend brauchten die auch in den 70ern schon eine Software. Und da hat dann der ÖPNV in San Francisco entschieden, ja, wir haben hier so ein paar Softwarefirmen in der Stadt, das lassen wir uns doch hier auf den Leib schneidern. Wir haben also eine maßangefertigte Steuerungssoftware entwickelt. Und wie wir das mit diesen Augenimplantaten schon mal hatten, das war in the long run nicht so eine richtig schlaue Idee. Weil die gibt es halt nur einmal. Und insofern, ich glaube, man hatte gehofft, so sagt zumindest der Artikel, dass andere Städte das dann übernehmen, aber denen war das halt viel zu teuer, die haben mehr auf so Standardsachen gesetzt und diese Steuerungssoftware und die dazu benötigte Hardware muss jetzt sehr aufwendig die ganze Zeit nachbeschafft werden, gibt es aber quasi nicht mehr und deswegen machen die Folgendes, die kaufen das Zeug über eBay. Und wissen zwar total gar nicht, also du brauchst natürlich die Software, du brauchst aber auch in den Wagen natürlich entsprechende Bauteile und die machen dann Fotos davon und stellen das online und hoffen, dass bei eBay einer das findet. Und das Gleiche für die Steuerung, also die Benutzung, die Befehlsgeschichten, kaufen die massenweise alte Laptops auf, weil das Maximale, was da läuft als Software, ist Windows 98. Also die steuern ihre Bahn, zumindest gibt auch schon ein paar moderne und die werden jetzt auch sukzessive ausgetauscht, aber ein Großteil der Bahn steuern die mit Windows 98, Bauteilen, die sie bei eBay gekauft haben und irgendwelchen Laptops, die nicht älter als aus dem Jahr 2000 sein dürfen. Da war Hans Niemann noch nicht mal geboren, um das abzuschließen. Also das fand ich irgendwie ganz witzig, weil wir jetzt ja hier, wie gesagt, so ein Transport- und Fortbewegungspodcast auch werden wollen. Und ja. Aber das scheint dann ja auch nicht so richtig anspruchsvoll zu sein, das, was die an Software da brauchen. Ja, 72, ne? Die haben das Ding 72 da, diese Software programmiert. Das ist sicherlich auch nicht so. Die sind doch auch gut. Ich sag mal so, man konnte da ja auch schon zum Mond fliegen, theoretisch. Also übrigens auch praktisch. Auch praktisch. War schon 3 Jahre her. Aber tatsächlich hat die Apollo 11, die Mondlandefähre, hat ja nachgewiesenermaßen weniger Transistoren als eine durchschnittliche Analperlenschnur. Mit WLAN natürlich. Also die Leistungsfähigkeit war wohl geringer als die eines Handys heutzutage. Ne? Ja, da musste man sich noch überlegen, was man denn macht. Wenn man die beiden Technikfreaks noch mal vor sich hin fachsimpeln lässt, mal die kurze Frage, steht in dem Artikel auch was drin, warum die das mal nie zwischendurch aktualisiert haben? Also man kann sowas ja austauschen, also das ist ja möglich. Ja, sie haben, wie gesagt, sie haben auch eine topmoderne Flotte parallel eingeführt und die wird jetzt auch sukzessive, wie gesagt, die anderen ablösen, aber sie haben halt auch noch 56 Triebwagen der ersten Generation,
die, wo es sich wahrscheinlich auch nicht lohnt, die irgendwie komplett umzubauen, und 400 Wagen dazu aus den 70er und 80er Jahren, und um da eben Anpassungen an der Steuer, die fahren auch, nur hin und wieder muss man halt die Software mal aktualisieren. Dazu brauchen die halt diese alten Rechner, weil das geht nur mit ganz alten, also Windows 98 Betriebssystemen. Die laufen aber auch nur auf Rechnern, die bis 2000 verkauft und gebaut wurden. Deswegen kaufen die auf eBay halt die Horten, steht hier, die Horten alte Laptops. Und schicken, also John Allen ist hier der Reparaturexperte der Stadt, und der sagt, die haben halt angefangen, einfach Bilder bei eBay hochzuladen, wenn sie irgendein Teil suchen, und hoffen, dass einer macht. Und sagt, manchmal wissen wir nicht mal, wie das Teil heißt. Also die stellen das dann einfach dahin, sagt, hat einer so ein Teil. Das gibt's ja nicht. Das ist total crazy. Ja. Naja, also das ist aber auch nur eine Momentaufnahme, und deswegen halten wir es jetzt hier für die Ewigkeit fest, weil in 2 Jahren werden auch diese letzten 56 Züge ausrangiert. Inzwischen gibt es eine 2,6 Milliarden teure Flotte der Zukunft, die schon ein Drittel aller Züge momentan ausmachen. Die werden jetzt halt peu à peu eingeführt. Aber vielleicht hört unseren Podcast ja jemand bei den Stadtwerken Bonn, und die kaufen dann die Laptops und die sonstige Technik auf bei denen, wenn die nicht mehr gebraucht wird, hier für die 66. Ja, wer weiß. Also vielleicht als kleine Preisorientierung, als man das in den 70ern eingeführt hat, waren das 450 Wagen des Systems. Da steht jetzt nicht, wie viele Triebwagen dabei waren. Ich schätze mal, vielleicht waren das sogar alles die Triebwagen. 160 Millionen US-Dollar und jetzt 2,6 Milliarden. Also, ja, so ist das in San Francisco. Aber sehr schön. Der BART fährt auch vom Flughafen in die Innenstadt. Habe ich damals auch genommen. Und ich fand nicht, dass er sehr oll aussieht, aber vielleicht hatte ich auch einen schon von den neuen erwischt. Who knows? So viel. Also, Gruß an alle Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer. Geht raus an dieser Stelle. Hört uns fleißig zu, dann gibt es auch bald wieder neue Bahn-News auf diesem Kanal. Gut, aber wir hatten ja noch irgendwas mit Tieren. Genau, Tiere wäre ich jetzt wieder im Spiel, kann ich gern was zu machen, wobei jetzt erstmal nicht Tiere, sondern erstmal, ich würde erstmal den Kunstaspekt betonen. Expressionismus, sagt euch das was? Als Kunstform oder als Ausdrucksform in der Kunst. Ja. Also sag mir was, aber ich weiß nicht, ist Picasso das ein Expressionist gewesen? Also Picasso war auch, glaube ich, ja, der war schon auch expressionistisch. Also der hat schon auch, also es ist ja im Prinzip, man kann es nicht immer, es ist jetzt kein gegenständliches Zeichnen, sondern manchmal sehr... oder Miro oder was. Ja, genau. Ja, also ich würde jetzt hier mal, hier geht es auch um einen Künstler, der im Prinzip 2 bis 3 Mal die Woche zum Pinsel greift und... Jetzt aber nicht wieder so eine Kacke-Story mit Sperma und nein, Kotze auf der Leinwand. Kommt ja nicht von mir, sonst... Es ist doch jetzt Tier, es wird doch tierisch. Ja, genau. Ja, die genau, kacken also, ja auch. auf der Leinwand. Nein, der greift zum Pinsel und hat dann auch Farbtöpfe und so weiter und so fort und wählt dann Farben aus und rückt sich die, also wie gesagt, und dann wird die Leinwand parat gestellt und dann geht's los quasi. Und das Spannende ist eigentlich, dass, und deswegen war das ganz schön, dass du eben schon Picasso sagtest, weil der Künstler ist ein Schwein. Und das heißt Picasso. Wortspiel des Jahres. Und genau. Aber ist eigentlich ganz schön, weil das ist natürlich in Südafrika und auf einem Gnadenhof, wo das Schwein nebst noch anderen Tieren lebt, und das fühlt sich da auch ganz wohl, isst gern oder frisst gern in dem Fall, suhlt sich gern im Schlamm und gammelt rum. Und irgendwann hat seine Halterin tatsächlich festgestellt, also Schweine sind wohl nachgewiesenermaßen durchaus intelligent und wollen auch beschäftigt werden. Und durch mehr oder weniger so eine Art Zufall ist er tatsächlich drauf gekommen, und es ist jetzt wirklich so, dass er 2 bis 3 Mal mit seiner Schnauze quasi Pinsel ergreift und dann mit einem wohl breiten Griff und dann auch mit dem Kopf dann halt hoch und runter, rechts und links, und dann auch immer mal wieder was malt. Das macht auch Pausen, das Schwein, und dann futtert es auch Äpfel und Co. Aber es malt dann immer, also wie gesagt, dieses verschiedene Bilder weiter, und jetzt kommt dann eben der Tipp an alle Haustierbesitzer, egal was das für Tiere sind, also vielleicht kann der ein oder andere ja mal drüber nachdenken.
weil das eines der Kunstwerke von dem von Picasso ist, also werden für mindestens mal vierstellige Beträge verkauft. Das heißt also, das sind $1,500 oder sowas, gehen die dann schon über den Tisch. Das heißt, das ist durchaus ein gewisses Interesse auch bei der, in der Kunstszene quasi. Ist halt aber nicht vegan. Ist, ja, das Bild weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt. Kunst ist das tierisches, ja, weil, Produkt. Ja, aber wenn es ein Mensch halt auch ist, ist es ja auch nicht vegan. Also, ich habe tatsächlich mal sogar einen kurzen Beitrag im Fernsehen dazu gesehen und muss sagen, dass das eine oder andere Bild gar nicht so schlecht ist, wenn man so auf Miro steht zum Beispiel. Genau. Dann, also, ist das tatsächlich gar nicht so uninteressant. Cool, also hier, das ist ja zum Beispiel ein Beispiel, was Picasso gemalt hat. Also das, Leute, kommt dann auch, den Artikel an. Kommt auch also mit hoch. Schlecht. Ja, das also ist tatsächlich nicht, jetzt nicht völlig wahlloses Geschmiere irgendwie, sag ich jetzt mal. Sieht aber ein bisschen aus, als ob er sich selbst auf dem Grill gemalt hätte, ne? Ja. Tja, vielleicht auch so satanistisch veranlagt. Nein, aber das ist tatsächlich, also man kann sich die Bilder von diesem Schwein gut irgendwie so in der Zahnarztpraxis oder so vorstellen, so ein bisschen sterile Umgebung und dann so ein Miro-Style, das passt gut. Ja, genau. Und wie gesagt, sagt er halt, dass es war tatsächlich, mit Bällen wollte er nicht spielen, hat er alle kaputt gebissen und dann nur ein Pinseln hätte Interesse gezeigt, der Picasso. Ganz aktuell übrigens, das ist also im Dezember, hat ein deutscher Kunstsammler Picassos Bild Wild and Free für 22.000 britische Pfund gekauft. Sprich ungefähr 26.000 Euro umgerechnet. Das ist das teuerste Werk damit eines nichtmenschlichen Künstlers. Brach damit übrigens den, auch noch jetzt für zur Information, den Rekord, den bis dahin bestehenden Rekord des Schimpansen Kongo, dessen Bild eins für 14.000 Pfund verkauft worden ist. Soviel zum Thema tierische Kunst. Also, ich weiß nicht, wer von euch Haustiere hat, denkt mal über ein Pinselset nach. Ja, kann natürlich nicht jedes Tier halten. Also ich weiß nicht, ich habe keine Haustiere, aber wer jetzt irgendwie ein Meerschwein hat, ist eher schwierig, würde ich sagen. Dann müsstest du vielleicht mal feinere Pinsel nehmen. Dann. Ja. Oder das Meerschwein oder selber durch die Farbe ziehen und zum Pinsel machen. Ja, genau. Einmal drüber rollen. Ja. Das ist dann eher so Schwammtechnik. Ja. Genau. Die können ja auch gut beim Streichen helfen. Ja, sehr schön. Ja, also wie gesagt, das war mein tierisches. Ja, Tiere, wenn es recht ist, mache ich direkt auch mit Tieren weiter im weitesten Sinne. Der Prollo hat ja vor nicht allzu langer Zeit mal den Begriff Cyborg auch eingeführt hier in unserem Podcast. Und ich habe jetzt hier eine Story gelesen, die ich hier mit euch teile, das finde ich schon strange. Die Japaner, aber bei denen kann man es sich auch so ein bisschen vorstellen, die Japaner haben eine spannende Idee umgesetzt, die aber auch ein bisschen strange ist. Und zwar sind sie hingegangen und haben Schaben, also so, ne, kennt man ja Küchenschaben, kennt man, wobei diese Schaben sind Madagaskar-Fauchschaben. Ich hab mal geguckt, das nur um eine Vorstellung hat, die werden bis zu gut 8 cm groß, also schon auch so ein bisschen eklig, wenn sie größer sind. Die haben diese Schaben genommen und haben ein drahtloses Steuermodul und eine ultradünne Solarzelle entwickelt, die diesen Schaben auf den Rücken irgendwie drauf gebunden haben. So, dann sind sie noch hingegangen und haben so Drähte von diesem Modul darunter an die Beine gelegt und haben dadurch jetzt so Cyborg-Insekten geschaffen, die zum Beispiel nach einem Erdbeben, nach irgendeinem Gasunfall, nach irgendetwas losgeschickt werden und tatsächlich, deswegen waren diese Drähte eben wichtig, ferngesteuert in irgendwelche, ja, Gebiete, Katastrophengebiete oder sonst irgendwas reingeschickt werden können. Und das finde ich total, total spannend und total strange, weil die sind ja, wie gesagt, nicht groß, ja, und flitzen dann da ferngesteuert von irgendwelchen Wissenschaftlern durch die Gegend. Und
Das finde ich total strange. Wie findet ihr das? Warum macht man das? Warum macht man das? Ja, weil die Tiere offensichtlich gefahrloser in bestimmte Gebiete zum Beispiel rein können als Menschen zum Beispiel. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Strahlenunfall ist oder sowas. Ja, also ein ähnliches Projekt macht wohl auch das US-Militär. Kann man sich auch vorstellen, dass man das vielleicht zur Spionage einsetzt. Und die, also hat die Schabe eine Kamera auf dem Rücken oder ist die irgendwie, die muss doch irgendwas auch wieder mitbringen oder wird einfach geguckt, ob sie es wieder rausschafft? Also das ist die Frage, das ist richtig, die Frage ist berechtigt. Ehrlich gesagt schreiben sie hier nichts von der Kamera, aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass das vielleicht ein nächster Schritt wäre. Aber sie können diese Tiere halt fernsteuern und hatten zunächst auch die Idee mit einer Andockstation, dass irgendwann eine Batterie wie so ein Akku, dass sie die dann in die Andockstation reinschicken und dann da aufladen. Aber sie haben sich dann tatsächlich für Solarzellen. Aber warum mussten die das mit echten Tieren machen? Was haben die denn für einen Vorteil gegenüber Drohnen oder sowas? Also die ich ja da auch fernsteuern kann und eine Kameraübertragung oder so. Also sind die einfach kleiner und kommen in Ritzen rein, wo die Drohne nicht reinfliegen kann? Da gehe ich von aus, ja, dass das der Grund ist. Ne? Also ich meine, so eine Drohne ist ja auch schon irgendwo. Ja, ich meine, wir haben jetzt im Moment viel auch im Krieg mit Drohnen zu tun oder also kriegen wir jedenfalls die Bilder ins Haus. Aber Drohnen sind natürlich eigentlich auch schon was sehr Fortschrittliches, aber ich finde, das ist nochmal ein Step weiter, weil du eben sozusagen Lebewesen irgendwie fernsteuerst und das sind Tiere, die können was leisten, was natürlich eine Drohne nicht leisten kann. Angenommen, du hast wirklich mal ein Erdbeben oder so. Ja, dann könntest du theoretisch mit einer Kamera bestückt oder was weiß ich, dann da demnächst irgendwelche Schaben da ferngesteuert reinschicken. Also das ist ja, finde ich, ja noch das Spannende an der Sache, dass die, ich habe zuerst gedacht, okay, dann rennen die da wie irre rum, was hast du denn dann davon? Aber die können die fernsteuern, das finde ich schon ziemlich krass. Aber ist das vielleicht ein Zwischenschritt dahin, halt wirklich auch größere Lebewesen fernsteuern zu können künftig? Also ich finde den Nutzen erstmal, wenn man jetzt davon absieht, dass es natürlich schon eine wissenschaftliche Leistung ist, da so die Richtungswahl von so einem Tier zu beeinflussen, finde ich die irgendwie jetzt aber beschränkt. Es sei denn, man sagt, naja, wenn ich das mit einer Schabe machen kann, dann kann ich das vielleicht auch mit einem Schaf machen oder mit einem Sommer am Ende des Tages. Ja. Also das ist vielleicht nur ein Zwischenschritt. Kann natürlich sein, dass es nur ein Zwischenschritt ist. Weiß jetzt nicht, wie ihr schon sagtet, zu Recht, man muss natürlich immer gucken, wo ist der Mehrwert. Und wenn ich irgendwie ein Schaf oder so nehme, dann kann ich schon fast mir überlegen, ob ich nicht irgendeinen Roboter einsetze. Ist jetzt vielleicht bei diesen Insekten zu Spionagezwecken auf jeden Fall unauffälliger als ein Schaf. Die das Schabe. Könnten wir doch eigentlich mal unserem Studiogast von letzter Woche vorschlagen, dass sie das mal in der Geo da irgendwie aufarbeiten. Mhm. Ferngesteuerte Schaben. Könnten wir auch vorstellen, dass das jetzt ja erstmal so ein Testballon ist, dass die jetzt erstmal einen relativ einfachen Organismus genommen haben, der sich nicht beschweren kann und der keine Lobby hat. Und da mal an dem ein bisschen rumexperimentieren und dann gucken, wie die weiteren Schritte sind. Also das ist ja mein Verdacht. Ja, denkbar also ist das. Man kann das natürlich auch irgendwie pervers finden und sagen, okay, das ist irgendwie, ist ja schon irgendwie strange, ne? Wenn man sich vorstellt, was Militär vielleicht damit alles so anrichten kann, dann vermutet man da eher nichts Gutes. Aber was ich so strange finde, ist, dass man eine Schabe fernsteuern kann. Das finde ich irgendwie krass, dass die da irgendwie Mini-Solarzellen noch irgendwie draufkriegen. Ja gut, ne, alles wird kleiner, Mikrochips, alles wirklich wird kleiner, aber dass ich sich an so ein Tier, so ein Lebewesen fernsteuern kann, finde ich krass. Vielleicht haben die auch nur so kleine Scheuklappen. Ne? Apropos fernsteuern, ich weiß nicht, wie ich die Überleitung hinkriege, aber ich habe aus der Ferne, weil ich ja letzte Woche in Lissabon unterwegs war, euch zumindest aus der Lounge ein kleines Mitbringsel mitgebracht, auch nur eins, weil ich auch nicht den Mega-Assi da geben wollte. Und zwar
etwas, was wir noch nicht hatten. Sagres hatten wir, glaube ich, schon, aber noch nicht das Sagres Preta. Ich weiß nicht, was das genau heißt. Auf jeden Fall ein dunkles Bier. Ich hoffe, kein Malzbier. Wir haben es jetzt noch nicht probiert. Ich habe es aber mal unbemerkt in eure Gläser geschenkt. Riecht wie so ein, ja, wie so ein Schwarzbier, ne, eigentlich. So in die Richtung, ja. Also ich weiß nicht, ob ein Portugiese uns sagen kann, was Preta heißt. Vielleicht auch so ein Preta nur mit P. Jemand? Portugiesen dabei? Oh, boah, das schmeckt wie auf so Rauchbier. Geht so ein bisschen ins Rauchige. Das ist wie, auch, so Port- wie so ein portugiesisches Schlenkerla. Ja, hier ist auch irgendwie noch der Rauch. Irgendwie, hier brennen auch zwei Kerzen, nicht, dass wir hier wieder eine Kohlenmonoxidvergiftung nachher haben. Also mein Fall ist das gar nicht. Och, ihr könnt, also ich mag ja das einfach nicht. So, weder diese Malzbiere noch diese Schwarzbiere, Altbier. Es geht vielleicht auch in Richtung Altbier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also meinst du es jetzt auch, also ich würde es jetzt auch nicht, ich kriege das jetzt runter, aber ich würde es jetzt auch nicht nochmal direkt mir eine Kiste ordern. Da bin ich jetzt auch ehrlich. Tja, ach, ja. Apropos Altbier, also ich könnte hier ganz spontan, fällt mir nämlich ein, einen ganz, ganz kleinen Artikel einwerfen zum Thema Altbier, was ich ja, wie gesagt, verurteile. Denn, das ist mir hier auch in meinem Feed untergekommen und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal was zum Thema Altbier hier sage, aber weil es so schmeckt, stand nämlich in der Bild-Zeitung folgender Artikel, ich hoffe, dass er jetzt lädt. Ratter, 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 US-Boys besser als Düsseldorfer Brauereien. Woher können die Altbier? Und da haben in Amerika irgendwie so zwei Typen, hier sieht man die, das sind so richtig so Typen, könnte auch ZZ Top sein oder was, stehen da vor so einem Fass, William Sean Scott und BJ Howell. So ein bisschen Sisi. 40! 40! Oh, der Rechte ist nicht 40. Oh, ja. Also, so ein bisschen, also Sisi Top mit Mörder Pocker war vorne. Also die ja, schon plauzen wie sonst was. Also, auf jeden Fall auch mit 40 sieht der schon alt aus. Also ja. Das bekommt der nicht, das Altbier. Wenig Haare, viel Bauch. Ja. Und die Haare nur da, wo sie nicht sein soll. Ja, auf jeden Fall wurden die jetzt gekürt, das beste Altbier der Welt zu brauen, besser als in Düsseldorf. Und das ist auch schon die ganze Geschichte. Ist auch keine Kunst, ja. Ja. Und ich hab, ja, das fand das ich war, nett, das weil war Altbier schmeckt eh kacke. Das war wirklich, genau, könnte gerne die Amerikaner. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit, auch nur eine kurze Sache, und zwar, wir sind ja auch ein Medienpodcast. Ich weiß nicht, ob, es gab ja in den letzten Wochen ein Ereignis, wo man sich auch nur mühsam entziehen konnte. Die Queen quasi, beziehungsweise ihr Ableben und dann die Trauerfeier. Ist es denn jetzt eigentlich ausgegangen? Ja, sie ist tatsächlich jetzt auch in die Gruft gekommen, also jetzt 4-0 oder ja. Sowas, da liegen jetzt, glaube ich, zu viert da drin. Egal, auf jeden Fall wurde in den Medien immer wieder mal eine Zahl von 4,1 Milliarden Zuschauern kolportiert. Habt ihr das auch mitgekriegt? Also das 4,1 Milliarden. Mehr als die Hälfte der Menschheit. Also quasi die Hälfte, ne? Genau. Also jetzt ja, fast, ja. Kommt auf 100 Millionen nicht an, sind wir heute mal großzügig, aber wo, egal. Wo stehen wir denn überhaupt momentan? 8? Ja, ungefähr 8, ein bisschen was, genau. Ich habe es jetzt auch nicht alle gezählt und mein Wissenstand ist bei 6 stehen geblieben. Also es ist ja dann auch, in dem Moment, wo du es sagst, ist die Zahl ja auch schon wieder veraltet. Also yeah. Das ist ja dann irgendwie immer so ein bisschen tricky. Ja, also erzähl doch hier keinen Scheiß. Ja. Genau, also es wurde dann nur wild gesagt, also auch ARD und ZDF, also auch die, nicht nur die Bums-Sender, sondern auch die vermeintlich seriösen haben diese Zahl dauernd genannt, dass also quasi die Trauerfeier 4,1 Milliarden Menschen irgendwie zufolge gesehen hätten. Ja, und irgendeiner, beziehungsweise ein wie soll ich sagen, ein also nennt sich Übermedien, die haben einfach mal, Stefan Legemeier, ein Medienkritiker, die haben sich einfach super. Mal der Medienkritiker. Genau. Ja, der hat einfach mal gesagt, nicht anbiedern wo diese Zahl denn eigentlich herkommt. Mhm. Also wer hat das, also wie kommt diese Zahl, wer hat das berechnet oder sonst irgendwas? Ja, und dann haben sich halt nicht nur irgendwelche Boulevardblätter oder, also wirklich halt quer durch den Gemüsegarten haben sich alle Menschen auf diese 4,1 Milliarden berufen und sich auf irgendwelche Experten
Und er hat da gefragt, gut, wer ist denn der oder die Urexperte quasi, der diese 4,1 Milliarden, fand ich ganz spannend. Das ist also so ähnlich wie den ersten Corona-Infizierten zu finden, der Patient Null. Ja, so ähnlich, also hier war es ein bisschen einfacher noch, offenbar, und das scheint jetzt hier von Übermedien zu kommen, ist eine einzige Frau, die diese Zahl, und zwar die Frau heißt Carolina Beltramo, ich weiß, ob ich es richtig ausspreche. Sie schreibt für einen Blog namens watchtheabroad.com. Ist eine Argentinierin, die die ist auf ihrer Website steht, sie sei Fernsehkritikerin, liebt Filme und Netflix binge-watchen. Und ist jetzt eigentlich Binge-Watching schon eingedeutscht? Gibt es da schon als oder Binge-Watching? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und sie war es, die bereits Tage vor dem Begräbnis die Einschätzung abgab, dass nicht weniger als 4,1 Milliarden Menschen erwartet werden, die am Montag einschalten, um Zeuge dieses historischen Ereignisses zu werden. Das war jetzt alles ein Zitat. Und dann haben sie halt mal nachgefragt bei Watch TV Abroad, wie sie denn auf die 4,1 Milliarden kam. Und da hat sie dann aber geantwortet, beziehungsweise nicht sie, sondern eine PR-Agentur, beziehungsweise der Sprecher einer PR-Agentur aus London. Es sei unmöglich, mit Sicherheit zu wissen, wie viele Menschen ein bestimmtes Ereignis zu einer bestimmten Zeit sehen. Die Schätzung von Frau Beltramo sei entstanden auf Grundlage von wieder in Anführungszeichen, also Zitat jetzt, Zuschauerzahlen von ähnlichen Ereignissen der Vergangenheit sowie Anpassungen hinsichtlich des Bevölkerungswachstums und der Tatsache, dass mobile Technologie heute stark verbreitet sei. Und die haben das jetzt mal hier übersetzt, das heißt also quasi Pi mal Daumen mal Livestream. Ja. Fertig waren die 4,1 Milliarden. Das ist schon schlecht. Das ist unfassbar, oder? Und das, was mich halt so ein bisschen, man kann ja darüber lachen und ganz ehrlich, ob es jetzt 4,1, 3,2 ist völlig Wumpe, wie viel es geguckt haben letzten oder Endes. Ist genau, oder keiner. Also, aber ich finde das halt so echt so scheiße, Anführungsstrichen, dass jeder, irgendeiner schmeißt eine Zahl in den Raum, keiner weiß, woher sie kommt und jeder Depp plappert's nach. Und nicht nur eben hier so unseriöser Mist wie Bildzeitung und so ein Scheiß irgendwie, sondern tatsächlich auch halbwegs eigentlich einer gewissen Seriosität verpflichtete Medien. Und das finde ich halt bitter, dass da überhaupt nicht mehr geprüft wird oder nur mal hinterfragt wird, sag mal. Ja, aber das hat auch der Rainer letzte Woche hier erzählt mit den, was war denn das, mit dem Eichelherr, wie viel Verstecke der da hat, zwischen 300 und 30.000 oder was. Das war ja auch irgendwie so eine riesige Spanne, wo du dann als Journalist eben vielleicht auch gar nicht das so leicht hast, die Quellen zu prüfen. Ja, aber entweder musst du dann sagen, also wir können es nicht genau sagen, es werden ganz schön viele sein, also irgendwie zwischen 2 und 4 Milliarden, aber genau wissen tut es keiner. Ahnung, also es ist ja auch egal, also es ist ja, die Frau ist tot und sie wird beerdigt, also es ist ja für die Nachricht, also es ist ja keine Nachricht per se, dass das 4,1 Milliarden, egal. Ja, was mich nur wundert, ist, dass gerade bei einer Zahl würde man ja erwarten, dass sie auch eine belegbare Quelle dafür haben. Aber die können doch jetzt nicht hingehen und sagen, das war hier die Argentinierin. Irgendeiner hat es geraunt und dann ist diese Zahl rausgekommen. Wahrscheinlich hat irgendeiner die irgendwo gelesen, hat sie aufgeschnappt und weitergegeben und geprüft und so läuft das halt. Und das finde ich halt. Ja, sobald du halt das eine gewisse halt so Menge hast an Leuten, die 4,1 Millionen gesagt haben, kannst du ja sagen, es wird eine Zahl von 4,1 Millionen steht im Raum. Ja, und beim nächsten Mal ist es dann gilt als gesichert. Gilt als oder ist ein, ja so viel wie ich weiß wie es jetzt auch nicht. Wie Experten meinen. Googeln habe ich es gefunden. Oder wie Experten meinen. Ne? Das ist halt so. Das finde ich halt so erschütternd. Also das ist so, das ist wirklich frustrierend manchmal. Wo du denkst, mein Gott. Und die haben ja, ich meine, die Frau ist gefühlt 10 Tage lang beerdigt worden oder eingegruft also worden. Gefühlt ein Jahr lang. Ja, genau. Ja. 10 mal 24 Stunden Berichterstattung sind 240 Stunden. In diesen 240 Stunden kann irgendeiner mal auf die Idee kommen, wo diese Zahl herkommt. Ja, aber das war jetzt der letzte Royal, der noch eine Medienpräsenz erzeugt. Ab jetzt interessiert es doch keine Sau mehr, was da passiert. Keine Ahnung, aber wie gesagt, mir geht es auch gar nicht um die Queen. Also ich habe nichts gegen die Frau, ich kannte sie auch nicht. Also insofern, und sie kannte mich nicht. Du bist ein Ritter Beef. Sir Rogers oder so ähnlich. Nee. Nee, aber ich finde das irgendwie bizarr. Weiß nicht, wie es euch geht, aber sowas. Ich finde, wenn man solche ungeprüften Zahlen in den Medien liest, dann sollten alle Alarmglocken angehen und Obacht walten. Du bist der Gottvater der Überleitung. Ja. Also das
Na ja, gut, wir müssen irgendwie ein bisschen den roten oder Faden die, spannen. Die Queen der Überleitung. Ja, ja, ja. Okay, also die Stunde ist locker rum, auch nach allem, was wir so vielleicht an Verhaspeln rausnehmen, was wir fast nie tun. Möchte ja, jemand den Sammer ins also in Schatten stellen? Ich hab einen Quickie mit, aber ich bremse hier keinen aus. Also. Ich habe auch einen dabei. Ja, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Wir machen einen kleinen Quickie-Challenge. Ihr macht jetzt mal ganz kurz Schnick, Schnack, Schnuck, so live. Ich berichte und die Hand links, rechts, Schnick, Schnack, Schnuck. Beide Papier. Nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Und die Schere schneidet den Sammer. Das ist sehr gut. Da hat der Sammer nämlich das letzte Wort. Sammer ist beschnitten. Aber mein letztes Wort geht auch so schnell. Das ist wirklich ein. Der ist very quick. Ja, das ist schön. Dann sparen wir uns das und dann kann jetzt nochmal der Prollo ein bisschen was aus dem Nachtleben erzählen. Ich habe mal wieder so eine Beziehungsgeschichte von älteren Leuten. Und zwar. Man kennt das ja. Man kennt das ja. Eine Schriftstellerin. Satanischer Verse. Aus Oregon, die Liebesromane mit Titeln wie Die Hölle im Herzen oder Der falsche Ehemann vorzugsweise schreibt. Ja, die schrieb unter anderem auch einen Artikel oder einen Beitrag, wie man seinen Ehemann tötet. Und jetzt ist sie wegen Beihilfe zum Mord. Nee, richtig, Mord. Ach so. Die hat nämlich ihren Alten umgebracht. Da muss ich kurz husten. Nach dem eigenen Buch, oder was? Genau. Tatsächlich, also mit 71, gut, sie wollen noch in Berufen gehen, aber Strafe wurde bereits verkündigt jedenfalls. Sie wird zitiert aus ihrem Beitrag in ihrem Essay mit dem Zitat: Das Wichtigste, was man über Mord wissen muss, ist, dass jeder von uns dazu in der Lage ist, wenn man ihn nur weit genug treibt. So, die gute Nancy, wie sie heißt, ne, schreibt das Artikelchen und irgendwann denkt sie sich, komm, der Alte muss weg. Zack, fertig. Aber das ist ja wirklich stark, weil du hast doch hier im Schrader-Garten, da hast du doch eine ähnliche Geschichte von einem alten Mann erzählt, der dann irgendwann keinen Bock mehr auf seine Frau hatte, der war es leid und hat die dann auch irgendwie um die Ecke gebracht. Also irgendwie Rentner, Killer, das ist irgendwie dein Thema, ne? Ja, irgendwie schon. Also wahrscheinlich, wenn ich irgendwann nach Hause komme, ist die Bude leer und dann ist mir die Frau abgehauen, weil sie Angst aber hat. Aber das wäre immer noch besser, als wenn sie den Artikel liest und in die Tat sitzt. Das stimmt. Ja, aber nee, es ist tatsächlich keine verkappte Mordlust, aber ich tatsächlich hat mir der Artikel mit dem verrückten Rentner, den hat mir sogar meine Frau zugespielt. Aber weil, vielleicht ist es einfach so, dass die Leute mit dem Alter halt komisch werden. Wer kennt das nicht? Ja, und wenn man dann schon sich selbst eine Anleitung geschrieben hat, hat es denn auch dann nach dieser Anleitung gemacht oder ist da irgendein noch ein Detail? Nee, das war eher so generell, ich meine, du kennst die Juristen, das ist alles weit praxisfern und theoretisch, also keine Anleitung, sondern letztendlich inhaltlich eher so in die Richtung, ne, mit dem Zusammenfassung, jeder von uns ist dazu in der Lage. Und jetzt nicht so am lebenden Beispiel. Also den Mann hat es wohl mit zwei Schüssen ins Herz erwischt. Ganz banal übrigens auch einfach nur, um seine Lebensversicherung zu kassieren, angeblich. Aber das was sie aber zurückweist, ja, vielleicht. Also ein bisschen enttäuschend finde ich das jetzt mit den Schüssen, weil ich höre oder lese immer, Frauen töten anders als Männer, zum Beispiel durch Gift. Das ist so etwas, was man immer wieder hört. Nee, tatsächlich, aber du fragst, weil du gerade fragtest, also sie hat tatsächlich die Pistole, angeblich die Tatwaffe habe sie als Requisite für das Schreiben eines Buches gekauft. Und in ihrem Essay heißt es nämlich auch gerade, Schusswaffen seien laut, dreckig und erfordern einige Fähigkeiten. Also wenn sie ihren Essay gelesen hat, oder Erinnerung hatte, hätte sie sich eigentlich für was völlig anderes entscheiden müssen. Vielleicht war das natürlich aber auch nur so ein bisschen ihr Argument, sie ihn dreckig umbringen. Ja, kann ja auch sein. Ja, das Schwein. Ja. Das Schwein. Das trage ich auch schon ein bisschen länger mit mir rum, seit Mai hier. aber witzig ist, ich habe es auch mit einem alten Menschen. Und zwar, stellt euch vor, ein 102-Jähriger
macht mitten in Indien, in irgendeiner City, ich weiß jetzt nicht welche, egal, auf jeden Fall vor einer Behörde einen riesen Hochzeitsumzug. Ich weiß nicht, wie Inder Hochzeiten feiern, aber offensichtlich ist es nicht unüblich, dass es da dann auch einen Umzug mit Blaskapelle und allem Pipapo gibt. Aber ein 102-Jähriger, wie gesagt, macht das vor einer Behörde. Was könnte dahinter stecken? Eine Idee? Ich glaube, wir haben alle seine Überschrift schon gelesen. Ja. Was? Wenn du die Schriftgröße 50 ausdruckst? Ihr seid echt. Ich überlege mal, vielleicht. Ihr seid total langweilig. Das gibt es ja überhaupt nicht. Also, der 102-Jährige hat nämlich nicht geheiratet, sondern der 102-Jährige hat plötzlich keine Kohle mehr gekriegt. Der 102-Jährige hat einfach keine Rente mehr aus seinem Konto gehabt und hat dann nichts Besseres zu tun gehabt als... Film, der 102-Jährige, der keine Rente bekam und verschwand. Wer nochmal? Der zum Amt ging. Der ist jedenfalls 102. Dann fest entschlossen zum Amt und hat diesen Hochzeitsumzug gemacht und hat immer gerufen, ich lebe, um darauf aufmerksam zu machen, dass er nicht gestorben ist. Aber es handelt sich wohl um ein Phänomen, was häufiger vorkommt in Indien, dass einfach irgendwann die Rente nicht mehr gezahlt wird, weil man davon ausgeht, der ist bestimmt tot. Also offensichtlich funktioniert die Bürokratie da nicht ganz so einwandfrei wie bei uns. Kann ja auch von Vorteil sein. Kann ja auch bei anderen sein, die vielleicht schon mit 88 sterben, dass sie bis 102 noch Rente kriegen. Also oder die Verwandtschaft. Ist ja auch nicht schlecht. Aber sein. Ja. Wie gesagt. Aber warum jetzt Hochzeit? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also das er wollte halt nur Aufmerksamkeit. Ne? Wollte halt irgendwie auf sich aufmerksam machen. Und wie machst du das besser, wenn du dich jetzt nur davor vor dieses Behördengebäude stellst und rumbrüllst? Ist wahrscheinlich nicht so effektiv, wie wenn du einfach Riesenaktion machst. Und Trauerzug wäre in dem auch kontraproduktiv. Ja, der auf dem Titelfoto, das ist jetzt aber nicht er, sondern so ein Standard Stockfoto. Das ist der Onkel. Das ist ein Symbolbild. Das ist ein Symbol Inder mit 102 Blasinstrument. Ja, genau. Alter Inder mit Flöte. Ja. Boah. Ja, so heißen die doch immer, die Symbolbilder. DPA-Quelle. Ja. Lohnt sich auch hier mal in den Artikel hineinzuschauen. Und ich brauche ganz dringend, sag mal, Brolle, du hast doch bestimmt noch was in deiner Tasche, ne? Was wir gleich noch trinken. Dann können wir das hier noch offiziell on air machen, weil also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine Tüte Dreck auf der Zunge. Das schmeckt ja widerlich, was ich da mitgebracht habe. Also ich mobbe dich ja immer gerne für die Scheiße, die du hier so anschleppst, aber das ist nun wirklich auch von mir keine Glanzleistung gewesen. Ach ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sogar ein paar heißgeliebte Kronkorken hier. Warte, da noch ein Reh und. Ach, ein Reh, oh, geil. So. Scheiß mit dem Reh. Guck. Es ist tatsächlich. Sonnenhopfen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Bambi-Bräu. Wow. Prollo überrascht. Sonnenhopfen aus Köln. Cologne Pale Ale. Verdankt seine dezent fruchtige Note dem Citra-Hopfen aus dem sonnigen Yakima Valley, USA. Also so, quasi teilweise rheinisch. Auch dafür lohnen sich die Shownotes. Cologne Pale Ale mit Bambi drauf. Wie geil. Also, aus dem Hause Gaffel. Da machen wir jetzt noch mal einmal ein Antrinken. Ich stelle mal eins zur Ansicht noch hier hin. Wir brauchen ja noch Fotos. So, dann können wir noch alle einmal Prost machen, würde ich sagen. Ja, dann würde ich auch sagen. Und schließen die Sendung sonnig. Mit fröhlichem mit Regen ging's los, mit Sonnenhopfen hört's auf. Schöne Grüße, viel Spaß beim Hören dieser Sendung. Bis dann. Für die, die hinten anfangen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.